Sonnige Grüße schicke ich dir. Es freut mich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist, dass du diese Legung gefunden hast oder dass diese Legung dich gefunden hat. Es wird jetzt ein Wochenorakel sein für deine Woche. Wie wird deine Woche denn so sein? Ich schaue für dich in die Karten und zuerst werde ich die Orakelkarten befragen, was sie denn zu deiner Woche sagen werden. Und ich habe hier für dich gezogen zwei Frauen und das ist hier die Matika und die Primavera. Das ist, die Matika ist die, die sieht und die Primavera ist die, die etwas beginnt. Das ist auch hier Primavera, das ist natürlich der Frühling, ja. Und hier geht es um das Sehen, um das Erkennen, um das Beobachten und ja, du wirst etwas erkennen in dieser Woche. Du wirst etwas sehen, etwas, was vielleicht du bis jetzt noch nicht gesehen hast. Obwohl es die ganze Zeit da war. Es kann aber auch so sein, dass du einfach etwas sehen wirst. Etwas wird sozusagen in dein Leben kommen, was deiner Aufmerksamkeit bedarf. Das sollst du dir auch angucken. Da sollst du genau hinschauen. Ja, weil das ist sehr wichtig für dich. Observiere, sieht man hier, dass du etwas beobachten sollst, etwas nicht aus den Augen lassen sollst. Also bleib dran, sagt diese Karte. Ja, bleib einfach dran, vielleicht für einige sogar, gebe nicht auf, weil das ist eine allgemeine Legung und das muss nicht mit jedem übereinstimmen, was ich hier sage, aber zu teilen schon. Ja, schreib mir das gerne in die Kommentare, inwieweit du in Resonanz gegangen bist mit dieser Legung. Vielleicht 40%, vielleicht 60%, vielleicht 90%, vielleicht aber auch 100%. Vielleicht gibt es da jemanden, ja, der mit allem, was ich hier sage, in Resonanz geht. Kann sein, ja. Aber informiere mich einfach, denn das ist sozusagen ja Feedback für mich, inwieweit ich hier ja richtig liege oder falsch liege mit meinen Deutungen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und ja, es geht hier auch um den scharfen Blick, ja. Also wenn dir was wichtig ist, sagen wir mal so, wenn du Aufmerksamkeit auf irgendetwas lenkst oder wenn dir das wichtig ist, dann schau genau hin, ja, dann lege sehr viel Sorgfalt da rein. Die Karte sagt, nicht so wischiwaschi sein, sondern schon genau, ja. Das ist die allererste Botschaft und jetzt kommt der Frühling in dein Leben, ja. Es ist doch eher jetzt so die Zeit des Herbstes, aber hier in dieser Karte kommt der Frühling zu dir. Wow, vielleicht bei einigen wird es der zweite Frühling sein. Wer weiß, das ist doch was Tolles. Und ich habe hier für dich Potenzial, sehr viel Potenzial, Möglichkeiten aufblühen. Also in dieser Woche wirst du dich gut fühlen, es wird dir gut gehen, du wirst aufblühen, du wirst sehen, dass zum Beispiel in einer ganz bestimmten Situation oder in einer ganz bestimmten Angelegenheit, da ist ein Neubeginn drin möglich. Oder nicht nur möglich, sondern dieser Neubeginn wird in dieser Woche beginnen. Ja, also dieser Neubeginn stellt sich in dieser Woche ein und das kann eine ganz bestimmte Situation sein. Das muss nicht komplett auf dein ganzes Leben bezogen sein, aber etwas beginnt neu oder vom Neuen. Etwas Altes, was neu beginnt, was schon eingeschlafen ist, ja? Und du wirst sehen, da ist sehr viel machbar. Da kann man sehr viel noch machen, ja? Und das alles in dieser Woche. Aber jetzt komme ich zum Tarot. Thank you.
So, dann werden wir mal sehen, was so los sein wird in dieser Woche bei dir. Das nehme ich sozusagen als Zusatzkarte, weil das wollte unbedingt noch mit. Und oh, das Rad des Schicksals, wow, das kann natürlich auch hier, du hast das Rad des Schicksals, ja. Das kann natürlich auch hier etwas mit dem Neubeginn zu tun haben. Dass etwas von Neuem an anfängt zu laufen mit diesem Rad, weil das ist wie so eine Maschine, wie so eine Maschinerie. Ja, die Rädchen drehen sich ineinander und das fängt an und das fängt an zu laufen. Und das Potenzial wird hier auch ausgeschöpft werden. Im Endeffekt soll ich dir einfach so mal sagen, das ist eine Information, die über die Woche hinausgeht. Ja, das ist jetzt hier sowas, das sollte ich einfach sagen. Und ich habe hier aber auch für dich in dieser Woche irgendetwas Schicksalhaftes. Irgendetwas Schicksalhaftes, ja. Oder die Bestimmung. Etwas ist deine Bestimmung. Etwas ist für dich bestimmt und es kommt in dieser Woche zu dir. Und natürlich möchte ich wissen, was das ist. Aber ich decke erstmal die anderen Karten auf. Die 9 der Münzen. Wow, sehr schön. Und die 3 der Münzen. Der Magier. Wow, gute Woche. Also bis hierhin sehr gute Woche. Und noch der Wagen. Also weiterhin eine super Woche. Und die Zusatzkarte, das sind die 6 der Schwerter. Na, da bin ich mal gespannt, ja, was die Karten denn noch mehr dazu sagen werden. Aber du hast echt eine coole Woche vor dir, ja. Da wird sich vieles tun. Da wird alles irgendwie auch, ja, eine bestimmte Balance finden, was ich so sehe in den Karten. Sie sind sehr harmonisch und manche Karten gehen sogar ineinander über. Aber das Rad des Schicksals, nicht wahr? Ich wollte dir darüber mehr erzählen. Vielleicht in welchem Bereich? Da werde ich zwei Karten nehmen. Der Teufel und die 8 der Münzen. Das sind die Bereiche, in denen das Schicksal sich zeigen wird, in denen deine Bestimmung sich offenbaren wird. Ja, das Rad des Schicksals. Und Arbeit habe ich hier, Finanzen oder eine ganz bestimmte Sache, die dir wichtig ist, an der du schon jetzt arbeitest, oder an dieser Sache wirst du in dieser Woche anfangen zu arbeiten. Es geht hier um den Fokus, um den genauen Fokus, um das genaue Hinsehen. Da spiegelt sich hier diese Orakelkarte so ein bisschen wieder. Und ja, die 8 der Münzen. Also da wirst du echt weit kommen. Du wirst etwas anfangen oder etwas weitermachen, was dir sehr viel geben wird im Endeffekt. Vielleicht schon in dieser Woche, ja, kommt schon so ein Teil rüber zu dir. Aber das ist auch sowas, was weitergehen wird über diese Woche hinaus. Und Schicksal, das Schicksal kommt in den Finanzen oder im Beruf oder eine wichtige Sache, an der du schon dran bist oder dran sein wirst. Und das ist etwas Schicksalhaftes. Und wie gesagt, du wirst ja mehr als dafür entlohnt werden. Sagen wir mal so, das ist mehr. Das wird mehr sein. Und du wirst auch auf der anderen Seite schnell und rasch vorankommen in dieser Angelegenheit. Wenn du das nicht aus den Augen lässt, zum Beispiel, oder dich darauf konzentrierst, ja. Und hier habe ich aber auch noch in Verbindung mit dem Rad des Schicksals habe ich noch den Teufel. Das ist hier, was ich so sehe, diese Flammen. Das ist die Leidenschaft. Das ist hier etwas, was dich vielleicht bei einigen erwecken wird. Also die Leidenschaft wird in dir erweckt werden, geweckt werden. Ich habe hier geschärfte Sinne. Ich habe hier auch sowas wie etwas wichtig nehmen und noch drüber hinaus.
Das ist schon fast wie eine Obsession, ja? Und das ist irgendwie schicksalhaft. Ich brauche noch eine Karte. Auf den Teufel brauche ich noch eine Karte. Das kann Eifersucht sein. Die zwei der Schwerter, ja. Da, wo sich nichts getan hat. Da, wo man hier gedacht hat, ja, das ist Ende vorbei. Da gab es vielleicht früher sogar ein Nein in dieser Angelegenheit. Ja, das wird irgendwie, ja, naja, das wird befeuert werden. Sowas bekomme ich hier. Vielleicht geht es um einen bestimmten Menschen, weil ich habe hier den Teufel als einen Mann, ja. Und das kann hier auch in Bezug auf einen ganz bestimmten Menschen sein. Und das kann sein, dass du nicht, dass nicht du das bist, die zum Beispiel so diese Obsession hat, die sich zu stark auf etwas fokussiert oder fixiert. Das ist hier jemand, der etwas sich nur auf eine Sache konzentriert und was anderes spielt hier keine Rolle, kann auch Eifersucht sein. Mit dem Rat des Schicksals bekomme ich hier sowas wie, du kannst in dieser Woche etwas zu spüren bekommen, was du so bis jetzt noch nicht gespürt hast. Und das kommt von einem anderen Menschen. Wo es früher total still war, total ruhig war, wird es jetzt sehr intensiv und extrem sein. Ich habe das hier nicht unbedingt negativ. Ja, ich weiß, das ist der Teufel. Aber der Teufel steht auch für starke Passion, Leidenschaft, für Extreme. Etwas Extremes machen. Von irgendeinem Menschen wird etwas Extremes kommen. Oder dir wird es so vorkommen, als wäre das extrem, weil vorher war total vielleicht Stille, Pause, Ruhe. Da kam nie was. Ja? Und das wird etwas sein, was so sein muss, damit etwas in die Gänge kommt, damit sich endlich da was bewegt. Und deswegen braucht es so einen extremen Ruck, ja? Als würde, wie gesagt, so eine Maschine anspringen, die vielleicht schon seit Jahren stillstand. Und da sind schon so Spinnweben drauf und auf einmal springt die an und es ist ein bisschen Rauch da, es ist ein bisschen, sprühen ein bisschen die Funken und das könnte dann im Vergleich dazu, dass die Stillstand so extrem wirken. Ja, und vielleicht ist auch diese Maschine sehr, sehr laut. Ich spreche jetzt in Bildern, ja, weil sowas bekomme ich hier rein. Das ist irgendetwas Schicksalhaftes. Ich habe das hier, das ist nicht schlecht, das ist nicht gut. Ich nehme das als ganz neutral hier wahr. Für den einen wird es sehr gut sein, weil man hat darauf gewartet, man hat das sogar erwartet. Ja, und für den anderen wird es vielleicht sogar, also dieser Rauch und diese lauten Geräusche, das könnte sogar als so ein bisschen störend empfunden werden, weil man ja die ganze Zeit so viel Ruhe gehabt hat. Ja, sowas bekomme ich hier rein mit dem Rat des Schicksals. Aber ich frage jetzt hier nach dieser Karte die 9 der Münzen. Das ist das kleine Glück. Das ist etwas, was zu dir kommen wird, was eine kleine Freude sein wird. Also du wirst in dieser Woche eine kleine Freude erleben. Vielleicht auch draußen. Vielleicht auch mit jemandem. Vielleicht eine Einladung bekomme ich hier. Ein Date zusammenfinden. Auf einer neutralen Basis. Ich habe hier keine Kelche, ich habe hier nur Münzen. Das kann freundschaftlich sein. Aber die ganzen Schmetterlinge, die deuten darauf hin, dass im Vordergrund das alles neutral ist, freundschaftlich ist, aber steckt mehr dahinter. Da sind schon irgendwie Gefühle. Natürlich können das ganz starke freundschaftliche Gefühle sein. Man mag dich sehr. Das kann aber auch schon so in diese Schmetterlinge im Bauch gehen. Ja, in diese Richtung kann das gehen. Aber ich schaue mir das Ganze noch an mit den Tarotkarten. Der Eremit, okay. Jemand kommt aus seinem Versteck raus. Das soll ich sagen. Also jemand hat sich sehr lange versteckt. Vielleicht warst du das. Vielleicht war das auch irgendjemand anderes, der irgendwie so in deinem Leben da war, aber dann nicht mehr, hat sich zurückgezogen, hat überlegt, ist zu sich gekommen, hat nach einer Lösung, nach einem Ausweg gesucht. Und jetzt hat dieser Mensch, die Karten wollen dir das sagen, jetzt hat dieser Mensch das gefunden, wonach er gesucht hat. Wenn du das bist, dann wirst du in dieser Woche das finden, wonach du gesucht hast.
Wichtig, du wirst finden, wonach du gesucht hast. Und das wird dich glücklich machen, das wird dich froh stimmen, du wirst sehr zufrieden sein. Das kann auch etwas Materielles sein, kann aber auch etwas Gefühlsmäßiges sein, ja? Weil der Eremit, der steht für Gefühle, die entweder zurückgehalten sind, worden sind oder die nicht da waren, aber jetzt gefunden worden sind. Also sie haben sich irgendwie bemerkbar gemacht. Und das kann auch beruflich sein, ja. Die ganze Geschichte kann auch sich beruflich abspielen, kann aber auch etwas mit einer aufblühenden Verbindung was zu tun haben. Weil ich bekomme hier in diesen beiden Karten, die bestärken einander, dass man irgendwo alleine ist, Single ist, bereit ist jetzt dieses Alleinsein, dieses Single-Sein zu verlassen. Vielleicht hast du die ganze Zeit da jemanden bei dir, vielleicht auf Arbeit, aber der Mensch kam nicht auf dich zu. Der Mensch war nicht so für dich da, emotional, wie er für dich da sein sollte. Oder vielleicht ist es aber auch romantisch oder freundschaftlich, ja? Jemand hat sich hier auch zurückgezogen, was ich hier so sehe, mit diesem Eremiten, ja? Und in dieser Woche kommt es zu einer Zusammenkunft, man findet zueinander, man kommt zusammen erstmal. Das kann natürlich in Verbindung sein mit einer Einladung, mit einem Treffen, eventuell auch natürlich Kommunikation, ja, kann auch so sein. Aber ich habe hier das etwas, was komplett geruht hat, ja, jetzt abstrakt gesagt, vielleicht auf eine ganz andere Situation bei dir bezogen, weil das ist eine allgemeine Legung, alles, was komplett geruht hat, totale Ruhe, ja, aber nicht so unbedingt so super negativ, sondern es war still. Das wird wieder ins Leben zurückgerufen werden oder zum Leben kommen, ja, lebendig werden. Sowas habe ich hier für dich. Interessant. Aber das kann auch finanziell oder beruflich sein, was ich dir sagen möchte. Und dann die drei der Münzen. Warum sind die drei der Münzen hier? Wegen den sechs der Kelche. Etwas, was verschollen war, etwas, was vielleicht auch gar nicht mehr zu deinem Leben gehört hat, das kann ein Gefühl sein, das kann eine Vorstellung sein, eine Angelegenheit, etwas, was irgendwann in deinem Leben geendet hat oder du hast da nichts mehr gemacht, du hast es einfach in Ruhe gelassen, oder vielleicht war es nicht mehr möglich, da irgendetwas weiterzumachen, etwas fortzuführen. Und das ist irgendetwas aus deiner Vergangenheit, kann Jahre zurückliegen, das kann auch ein Mensch sein, kann Jahre zurückliegen, kann aber auch die frühe Jetzt-Vergangenheit sein. Da wirst du sehen, da kommt etwas auf dich zu, da kommt vielleicht auch jemand auf dich zu und möchte mit dir wieder anbandeln. Oder man möchte wieder mit dir an dieser Sache arbeiten. Man möchte wieder da, schmiede das Eisen, solange es heiß ist, weil das Eisen ist wieder heiß geworden und es kann wieder geschmiedet werden. Da sieht man hier im Hintergrund einen Vertrag, der lange geruht hat oder ein Vertrag, also den man unterschrieben hat und der geruht hat, da hat sich nichts getan, der wird belebt werden. Also von diesem Vertrag wird man irgendwie Gebrauch machen, der wird jetzt auf einmal gültig werden und sich entfalten, ja, irgendein Vertrag hier oder ein Vertrag, den man schon seit längerer Zeit irgendwie unterschreiben sollte oder stand im Raum, dass man so einen Vertrag aufsetzen sollte, das wird jetzt aufgesetzt werden. Der Vertrag wird jetzt unterschrieben werden. Sowas habe ich hier. Und das kann in einer ganz bestimmten Angelegenheit sein oder in Bezug auf einen Menschen. Kann auch hier so sein, jemand aus der Vergangenheit kommt auf dich zu, hat nichts Böses im Sinn, hat liebevolle, friedliche, vielleicht sogar bei einigen romantische Gefühle. Ja, das kann auch ein Ex sein, eine Ex sein, jemand aus deiner Vergangenheit und möchte die ganze Sache wiederbeleben. Sowas habe ich hier auch. Ja, dann habe ich hier den Magier. Wunscherfüllung auf jeden Fall. Irgendein Wunsch.
Irgendein Wunsch oder irgendeine Hoffnung, weil im Hintergrund ist dieser grüne Planet. Irgendein Wunsch, irgendeine Hoffnung wird erfüllt sein in dieser Woche, ja? Du bekommst das, das kommt zu dir. Aber ich möchte den Magier noch genauer hier betrachten. Worum geht's da? Die Königin der Stäbe, da ist irgendein Mensch involviert, betroffen. Es geht vielleicht um einen Menschen. Es geht vielleicht um einen Wunsch, den, der einen Menschen betrifft. Und es geht hier um Leidenschaft, Feuer, Passion. Es geht hier auch um, ja, hier Passion hatten wir hier schon. Aber das ist hier jemand, der auch feurig ist, leidenschaftlich ist. Und es geht auch um Erreichen eines Ziels mit einem Menschen oder dieser Mensch ist dran beteiligt oder spielt irgendeine Rolle, ja, in diesem Erreichen des Ziels. Irgendein Ziel habe ich hier und zwar super schnell und das wird, weil man wünscht sich, dass das ziemlich schnell geht. Das wird auch schnell gehen, weil der Wunsch wird sich erfüllen und dieser Wunsch hat etwas mit diesem Menschen etwas zu tun. Und ich habe hier ein Feuerelement, wenn du nach den Sternzeichen fragst. Und das ist hier ein Mann oder eine Frau, ja. Man wird aber auch alles dabei haben, um sich diesen Wunsch auch erfüllen zu können in der Woche. Oder damit man mit dieser Erfüllung des Wunsches etwas anfangen kann oder das Beste draus machen kann und zwar sehr schnell. Dann habe ich hier den Wagen, Reise, es geht voran, du brichst auf, du machst irgendetwas, du fängst vielleicht sogar etwas Neues an, Neubeginn, Neuanfang, Primavera, der Frühling, alles blüht, alles erwacht zum Leben, blüht auf, ja, und das ist sozusagen auch das Motto für deine Woche, ja? Es blüht auf, also es kommt und öffnet sich und du kannst loslegen. Du kannst weit kommen, auch sagt mir hier die Karte. Du hältst die Zügel in den Händen in dieser Angelegenheit. Vielleicht machst du auch eine Reise, vielleicht machst du einen Ausflug, vielleicht Tagesausflug, vielleicht Wochenende nur verreisen oder irgendwo hinfahren, nur für ein paar Stunden. Ja, ich habe hier auch den Wagen, also ein Auto. Ich schau mal. Das sind zwei Karten. Die Gerechtigkeit und die Königin der Kelche. Es soll jetzt so sein, dass du losmarschieren kannst. Das ist die Gerechtigkeit hier. Gerechtigkeit kommt in dein Leben in dieser Form, dass du diesen Neubeginn hast oder dieses Erwachen erlebst in dieser Situation, dass dieses Potenzial, was vielleicht schon die ganze Zeit da war, einfach umgesetzt werden kann, ausgeschöpft werden kann in dieser Woche oder du wirst Potenzial sehen und deswegen fängst du an, da einfach das Beste draus zu machen, ja, da irgendwie zu wirken überhaupt, sich fortzubewegen, weil das ist hier jemand, der loslegt, jemand, der losfährt, jemand, der losgeht und das ist auch gut so, das ist auch die ausgleichende Gerechtigkeit habe ich hier. Und zwar kann es sich auch hier um eine Herzensangelegenheit handeln, denn ich habe hier die Königin der Kelche. Das kann aber auch in Verbindung mit einem Menschen sein und das ist ein Wasserelement. Vielleicht fährst du mit jemandem irgendwo hin. Kann freizeitmäßig sein, kann vielleicht irgendetwas Wichtiges sein, aber du wirst unterwegs sein mit jemandem, vielleicht sogar mit jemandem. Und das ist die Königin der Kelche. Sie steht dir zur Seite, sie steht dir bei, sie unterstützt dich, sie ist da, sie stärkt dir den Rücken. Das kann ein Mann sein, kann aber auch eine Frau sein, ja? Königin der Kelche, das ist hier geschlechterunabhängig. Ein Wasserelement, sowas habe ich hier für dich. Also du wirst auf dieser Reise, in Anführungsstrichen, oder vielleicht tatsächlich auf einer Reise, Unterstützung bekommen. Schreib mir das in die Kommentare, ob das so ist.
ob du verreist oder irgendetwas loslegen oder irgendwo loslegen möchtest, ja, dich bewegen, das Ganze, die Zügel in die Hand nehmen und los geht's. Die Sechs der Schwerter, das ist eine Umorientierung für einige. Das ist eine Zusatzkarte und die werde ich hier mit dem Frühling deuten. Das ist hier eine Umorientierung. Du bist an einem Punkt in deinem Leben angelangt, wo du umdenken wirst, wo du umdenken sollst. Und auch du wirst auch etwas ganz anders machen als bis jetzt. Du wirst sozusagen in diesem Sinne aufbrechen, weil du ganz anders etwas machst, zu neuen Ufern. Das ist das andere. Du hast hier die Schwerter, das sind Gedanken. Vielleicht überlegst du dir das erstmal, aber dann siehst du das Potenzial und dass das alles ziemlich ziemlich vielversprechend ist. Und du steigst in das Boot und erreichst das andere Ufer in dieser Woche. Ja. Also wenn du dich irgendwie fortbewegen möchtest, irgendwo anders hin willst, wenn du ja etwas ganz anders machen möchtest, so diese sicheren, ausgetretenen Pfade verlassen möchtest und etwas Neues wagen möchtest, dann ist diese Woche der richtige Zeitpunkt, sagen dir die Karten. Und das war auch alles, was ich dir hier zu sagen hatte in dieser Legung. Wenn du magst, gerne meinen Kanal abonnieren, liken, einen Kommentar schreiben, würde mich sehr freuen, die Glocke aktivieren. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für ja dein Abo, für dein Like, für dein Kommentar. Und wenn du magst, kannst du mir natürlich auch eine Spende zukommen lassen, wenn du magst. Unten unter dem Video ist eine Leiste, da ist so ein Herzchen, da steht Thanks drauf, einfach draufklicken, würde mich auch sehr freuen. Ansonsten eine wunderschöne Woche wünsche ich dir, vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.